Baustellen in Rostock. Zum Erhalt der Infrastrukturen sind sie bitter nötig, doch die veränderte Verkehrslage birgt oftmals ungeahnte Gefahren. Denn Baustellen brauchen vor allem eines: Platz. Also grundsätzlich ist es ja so, dass Baustellen für alle Verkehrsteilnehmer ein Problem darstellen, weil einfach so die gewohnten Wege und die Verkehrsabläufe natürlich dadurch behindert werden. Gerade Fußgänger und natürlich auch Radfahrende sind sehr stark von Umleitungen und Baustellen betroffen, weil sie natürlich sehr umwegeempfindlich sind. Ne? Radfahrer wollen immer auf kürzesten Wege möglichst schnell von A nach B kommen. Das sehen wir über die ganze Stadt verteilt und da sind natürlich Baustellen immer wenig zuträglich dafür, obwohl sie natürlich zwingend erforderlich sind, um die Straßen und Wege in Schuss zu halten. Grundsätzlich gilt ja an den meisten Baustellen, gerade innerstädtisch, die Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde, was schon mal dazu beiträgt, dass der Radverkehr verträglich mit dem Mischverkehr geführt werden kann. Allerdings ist ein zweites Kriterium immer die Verkehrsmenge. Hier jetzt in der Ulmstraße ist es ein bisschen verträglicher, deswegen haben wir aus Richtung Saarplatz kommend, eben können wir den Radverkehr, Mischverkehr mitführen, weil wir eben die Geschwindigkeit auf 30 km/h gesenkt haben, weniger Kfz-Verkehr haben und somit auch eine gute Übersichtlichkeit gegeben ist. Und zudem kommt, wie wir es im Hintergrund sehen können, auch durch die Bauzäune ist die Fahrbahn begrenzt, sodass auch das Überholen für den Kfz-Verkehr schwieriger wird und dass eher akzeptiert wird, dass der Radverkehr zusammen mit dem Kfz-Verkehr auf der Fahrbahn fährt. Also wenn es nach mir gehen würde, würde ich natürlich hier jetzt Fahrbahn auf die Fahrbahn bringen, eben um den Radfahrer deutlich hervorzuheben und dann eben auch mit einer geradlinigen Führung versuchen, durch die Baustelle durchzuführen, auf einem gesicherten Weg, sodass er möglichst ohne Umwege an sein Ziel kommt. Verkehrsbeeinträchtigende Baumaßnahmen müssen immer auch beim Tiefbauamt Rostock angemeldet werden. Hier im Haus des Bauens und der Umwelt wird der Verkehrsfluss in Stadt und Region überwacht und geplant. Die Anzahl der Baumaßnahmen ist gar nicht mal so das Entscheidende, sondern welche signifikanten Baumaßnahmen haben den Einfluss auf das Verkehrsgeschehen insgesamt. Und das sind eben in der Regel die, die auch über einen längeren Zeitraum dann mal eine Vollsperrung oder eine Teilsperrung nach sich ziehen. Wir sind jetzt nicht in der freien Entscheidung, wie viel steht den Verkehrsteilnehmern zur Verfügung und wie können wir denn irgendwie noch bauen, sondern man muss es eigentlich andersrum machen. Und da versucht man natürlich, das im weitesten Sinn noch mit verträglichen Einschränkungen sozusagen zu flankieren. Und das ist natürlich dann auch immer leider dann auch die Maßgabe, dass eben nicht alle Verkehrsteilnehmer sich so wiederfinden, wie sie es dann aus ihrer persönlichen Intention so haben. Wir wissen, dass wir schon in der Normalsituation teilweise sehr beengten Straßenraum zur Verfügung haben. Da werden natürlich Vorgespräche geführt, wie hier die Verkehrsführung der Verkehrsteilnehmer sinnvollerweise erfolgen kann oder erfolgen sollte. Oder ob hier ja, teilweise Vollsperrungen mit Umwegen dann in Kauf genommen werden müssen. Nichtsdestoweniger ist die Gefährdungslage, die darauf beschworen werden könnte, wenn man Bürger durch Baustellen laufen lässt, die unter Vollbetrieb bewirtschaftet werden, zu groß. Und dieser Gefahr müssen wir begegnen. Und ja, die Sicherheit geht da an erster Stelle auch für den Bürger, auch wenn er es manchmal nicht versteht oder nicht verstehen möchte. An einer Baustelle planen also viele Akteure mit. Dort, wo der Platz fehlt, müssen sich verschiedene Verkehrsteilnehmende die Straße teilen. Alles im Sinne der Sicherheit.